In Gmunden, da tut sich was. Mit dem Start der Bauarbeiten vom Rathausplatz bis zum Trauntor beginnt die nächste Etappe zur Errichtung der Stadtregiotram Gmunden-Forchdorf. Um die Baustelle herum geht das Leben weiter. Die Gmundner Geschäftsleute freuen sich auf ihren Baustellenbesuch und laden sie zum Einkaufsbummel in die Traunseestadt. Die Geschäfte sind natürlich trotz Baustelle wunderbar erreichbar. Sie warten darauf, dass man sie besucht. Sie haben viele tolle Angebote. Mit Erreichbarkeit per Auto, das geht natürlich nach wie vor. Man muss halt einfach nur schauen, man kann nicht durch die Stadt durchfahren, aber man kann es von beiden Richtungen anfahren. Man kann parken, noch und nöcher in der Parkgarage, am Rathausplatz, auf der anderen Seite Michelgründe oder Seebahnhof. Also es ist alles bereit. Wesco Schedenig ist ihr Fachgeschäft für Spielwaren, Modellbau, Lederwaren und Reisegepäck. Mit feinster Wäsche für drunter und drüber in bewährter Palmas-Qualität finden Sie gleich drei Geschäftsbereiche unter einem Dach des Gmundner Traditionsfamilienunternehmens. Mit einem umfangreichen Sortiment an verführerischen Dessous, traumhafter Bademode, bequemer Nachtwäsche, schicker Loungewear, sinnlicher Strumpfware, coolen Styles für den Mann von heute und Bequemes für die Jüngsten begeistert Palmers. Im Spielwarengeschäft finden Sie hochwertiges Holzspielzeug für die großen und kleinen Gmundner. Wer verreisen möchte, der wird in der Lederabteilung von Wesco Schedenig sicherlich fündig, denn die Lederwarenabteilung von Wesco Schedenig lässt sicherlich keine Wünsche offen. High Fashion aus erster und zweiter Hand finden Sie in der Vintage Boutique in der Kammerhofgasse. Jedes Stück in der Boutique ist ein Lieblingsstück, auserlesen von Karin Rosin Hartl. In der Vintage Boutique finden Damen jeden Alters und jeder Konfektionsgröße Einzelstücke mit Stil. Komplettiert wird der Vintage-Look mit Hüten, Schuhen, Taschen, Brillen, Accessoires und allem, was die Damenherzen höher schlagen lässt. Stöbern Sie in der ausgewählten Vintage-Kollektion und lassen Sie sich überraschen von der großen Auswahl an Marken- und Designerware zu Schnäppchenpreisen. Das Team der Vintage-Boutique freut sich auf Ihren Besuch. Gleich 5 Museen in einem, das sind die Kammerhofmuseen in Gmunden. Perfekt für eine kurze Auszeit, vor, während oder nach einem Innenstadtbummel. Es gibt vieles zur Entwicklung der Landschaft, zum Beispiel in der Geologieabteilung. Wir haben etwas zur Stadtgeschichte in dem Raum, wo wir jetzt stehen. Es gibt aber auch eine Sonderausstellung zur Geschichte des Königshauses Hannover in Gmunden. Natürlich auch moderne Keramik und unser Museum Klo und so über die Sanitärgeschichte. Das stille Örtchen als Protagonist eines Museums, das Klo- und So-Museum, ist einzigartig auf der Welt. Mehr als 300 Exponate finden sich im neuen Museum. Ja, das war der ehemalige Direktor der Firma Öspack damals noch, heute Laufen, der Herr Direktor Lischka. Der hat begonnen, wenn in Gmunden Villen abgerissen wurden, eben WCs und Töpfchen und so weiter, Waschbecken zu sammeln, hat das zuerst in der Fabrik präsentiert und dann später hier in Gmunden im Museum. Mit dem Museum soll auch einem allgemeinen Kulturauftrag Rechnung getragen werden. Auf diese Weise wird ein möglicherweise unterschätzter Bereich des Alltags aus einer kulturhistorischen Sicht dargestellt. Die Kammerhofmuseen haben eben viel zu bieten. Auch wer schon öfter hier war, wird immer wieder Neues entdecken. Ja, vor allem die Jugend kommt sehr gern zur Geologie, zu den Fossilien, aber auch ganze Familien eben mit den Kindern, die sich über die Geschichte informieren wollen, die sich zur Kunst hingezogen fühlen und natürlich das Sanitärmuseum, das immer wieder auch zur Erheiterung beiträgt. Ab 9. Oktober gibt es in den Kammerhofgalerien eine neue Ausstellung von Franz Kern. Der ganz wunderbare Bilder malt. Die Ausstellung wird Kopfsachen heißen, wird einerseits Porträts zeigen, andererseits Landschaften und ganz wunderbare Pferdebilder, auch im Anklang an die Landesausstellung in Lambach. Gmunden am Traunsee bietet ein vielfältiges und facettenreiches Brauchtums- und Kulturangebot und auch das Shoppingvergnügen ist grenzenlos. Gehen wir Baustelle schauen, wir sehen uns in Gmunden.